geht YouTube und herzlich willkommen auf Scorpion Place. Heute seht ihr das erste Mal Marcells neuen Scuff Controller. Und Marcel sieht ihn auch gleich das erste Mal in echt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob er ihm gefallen wird. Let's go, wir gehen rein. Nee, du bist noch ein bisschen zu klein dafür. So Leute, wir gehen jetzt in Marcells Zimmer. Let's go. Marcello, bist du beschäftigt oder kann ich rein? Okay, danke schön. Servusler. Ja, hier, wie geht's, ne? Na, wie bist geht's? Du gespannt auf deinen neuen Controller, mein Lieber? Ich bin sehr gespannt. Okay, gut, dann pack das gute Ding mal aus. Ich habe ihn vor, wann habe ich das Design abgegeben? Vor 2 Monaten. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt so aussieht, wie ich es mir vorstelle. So, schauen wir doch mal. Ah, da ist hier die klassische Abdeckung. Ist auch ein Impact der hier, ne? Ja, es ist okay. Ein Scuff Impact. Okay, ich hab ihn schon gesehen und muss ehrlich sagen, er ist schon echt Jockey-Sell. Also echt? Ich finde ihn geiler als den anderen. Geiler als den alten? Ja. Okay, gut, alles klar. So. Oh, shit, Mann. Digga, der ist heftig. Ich muss ihn direkt mal hier rausholen. Weil ich habe mir extra gedacht, kann ich jetzt mal erklären, dass ich hier dieses Streifending machen wollte, weil erstens ist hier natürlich der klassische Skorpion, ich wollte diese Farben auch haben und dieses M, das, also dieses hier formt quasi ein M, diese Streifen, das war so meine Idee dahinter. Und da gibt es ja diese klassische, halt mal eben kurz. Deine Favorite Jacke, ja, ja, genau, die ist nämlich komplett genauso die, wo ich immer bei jedem Instagram-Bild Kommentare kriege, dass ich immer die gleiche Jacke trage. Halt mal den Controller daneben, das ist genau diese Form auch hier hinten drauf. Und das war irgendwie so der letzte ausschlaggebende Punkt, warum ich die Design-Idee halt so geil fand. Ja, Alter, mega nice, Mann. Und endlich Scuffblick? Endlich Scuffblick, warte. Und ja, Digga, dann würde ich sagen, machen wir doch einfach direkt damit 2 Schütze einen Controller, oder? Okay, wer engt? Du dich. Machen wir Xing Shang Chong. Okay. Müssen wir jetzt aber. Okay. Xing Shang Chong? Ah, okay, dann end ich. Du engst, ja, sicher? Ich engel. Okay, bin ich gespannt. Gut, dann, let's go. So Leute, jetzt hat mir Anton ja den Controller vorbeigebracht. Ich habe erstmal direkt, wie ich das immer mache, 2 Pedals rausgenommen bei Call of Duty. Normalerweise würde ich jetzt noch das Pedal nach hier tun und dann hier Kreis drauflegen, aber es geht mal für ein Video, weil ich spiele immer mit dem und dem Pedal. Ich auch, genauso. Ja, genau, was macht einfach am meisten Sinn, finde ich. Wir haben jetzt hier auch die Controller Cam. Die starte ich jetzt gleich. So Leute, hier ist die Controller Cam am Start und ich muss schon sagen, der Controller, habe ich ja eben schon gesagt, sieht echt fresh aus. Ja, und ich würde sagen, wir spielen... Warte, lass erstmal eine Klasse. Müssen wir eigentlich noch 2 Schütze einen Controller erklären? Ich habe eine Klasse schon erstellt. Swordfish? Nee, oh. Als ob wir jetzt. Digga, ich. Burst wie, jetzt. Wie soll ich denn jetzt aimen, Digga? So, Leute, das ist die Klasse, die haben wir zusammen erstellt. Die ICR Meisterkunst mit. Doppelgriff? Doppelgriff natürlich, muss sein. Okay, komm, lass das Lobby suchen, Digga. Okay, hast du auch richtig Bock bekommen? Ja, Mann. Digga, das ist so. Normal ist Team Deathmatch oder was? Ja, ja. Kampfflugzeug, komm. Nur Kampfflugzeug? Nein, Spaß. Nein, lass mal Drohne, Konterdrohne, Kampfflugzeug. Drohne, Konterdrohne. Wenn wir das Kampfflugzeug schaffen, dann will ich auf das Video 2 Millionen Likes. So, ich aime. Anton aimt nicht. So. Also wer heilt denn von uns beiden? Du, ich? Du L2. Musst heilen. Ja, kriegst L2. Du das hin? Ja, gibt das ein Erdnusskörbchen hin? Das soll schon klappen. Okay, perfekt. Aber wie findest du den Controller? Ich finde, der sieht schon... Ja, übelst geil, Digga. Ohne Headset? Scheiß auf Headset. Ist der Gaming-Song gemutet? Ja. Ich gleich echt warm. Nee, ist gemutet. Aber danke, dass du daran gedacht hast. Ja, ich bin noch... Bist du auch YouTuber? Ja, ja. Noch echt? YouTuber. Das wusste ich gar nicht. Okay. Wir haben uns noch nicht mal einmal die Lobby angucken. Lass mal die Lobby nicht angucken. Lass einfach gucken. Ich will gar nicht Angst kriegen vor den Gamertags und so. Ich habe so... Oh, rechts, der rechts, zweite. Rechts, der zweite noch werden so getradet. Warte. Ja, easy. Das ist auch richtig. Nein, nein. Dropshot. Oh, Ehre, genau. Geht okay, lass zurück. Ja. Spritze. Ja, stimmt. Oh, da musst du noch. Lauf weiter. Nein, lass sie hoch. Okay, wenn du unbedingt willst. Ja. Okay, Digga, da werden so sterben müssen normalerweise. Okay. Warte, noch kurz. Ja, das hier. Seinen Schatten hat man gesehen, ne? Das war easy. Heißt, I love my ass. Springen. Oh, Marcel. Oh, die haben perfekt angeengt. Digga, besser geht's. Das will ich sehen. Das sah schon, wow, Alter, krass, das hat schon gute Plätze ausgepackt. Ey, wir haben ihm gerade das heftigste Aim gegeben. Eigentlich schon. Okay, lass mal jetzt hier. Ja, die sind da vor uns, die sind vor uns da, genau. Warte, noch nicht schießen. Noch einer? Noch einer? Dreh um. Ja, Free Aim. Vielleicht von rechts, da. Pass auf. Ja, warte. Warte, lass erstmal den von links wegholen. Noch einer? Links, warte, gepreamt. Kurz. Warte. Okay, chill. Okay. Wollen wir hier rechts pieken und ein Fenster? Ja. Noch, weil wie lächerlich. Oh, das ist. Ey, aber wir spielen Spitze. Gut. Wir spielen ja, gut. Ja, wir haben gut unser Brain benutzt. So, Dröhnchen raus. Zack. Ah, doch, da. Oh. Alter, warum habe ich die ganze Jahre nicht Concave Sticks gespielt, wenn ich warte, damit. Warte. Ich hab doch gesagt, pre-aim Marcel. Von rechts. Digga, ich komme mit den Sticks. Der ist vor uns. Lass ihn ein bisschen baden. Links, rechts, von links. Sehr schön. Oh. Wir haben Sense. Lass auspacken. Oh, jetzt bin ich gespannt. Man muss ein bisschen pre, also du... Pre,
Also er schießt nicht direkt, ja, genau, ne? Aber okay, die Waffe, okay, ist, das ist so komplett geistig. Warte, naja, lass was außen rumlaufen. Er könnte auch, von oben kommen, ja. Er wird von oben kommen, safe. Ah, jawohl, nice. Guck bitte. Das ist halt, ja, schön. Oh, schön, Digga. Nice. Kontrolle. Mit Code Scorpion wisst ihr spart nochmal auf den Controller. Mit dem spielt man nämlich 100% besser. Das ist unser erster Versuch, Leute, ohne Scheiß. Ja, ja. Das ist ja unnormal nice. Wie viele Tage hast du nicht mehr gespielt? Allgemein Call of Duty? Ewig nicht mehr. Komm nicht damit klar, wenn man ihn challenged. So. Jawohl, nice. Der andere. Oh! Jawohl. Der zweite Sprung hat es ihm gegeben. Nein! Ah, eine Kugel! Belastend! Aber ich habe noch nicht eine Kugel, also ich habe noch nicht richtig veraimt. So. Rechts? Okay, Digga, das wird schwierig. Oh. Warte. Na! No. Alles gut. Double Tap? Ja. Ja, perfekte Ekia bekommen. Oh. Digga, was Digga, das macht jetzt so Spaß, gell? Oh! Warte. Ja. Double Tap. Lauf. Pre-aim. Warte, nein. Von links, rechts erstmal. Nein. Pass. Ah! Nein! Oh, hätten wir. Das ist so krass! Ah, ich dachte, eine kommt erstmal rechts und dann links, weißt du? Ich komm grad nicht klar, dass das funktioniert, Alter. Einfach vom Movement und von der Koordination grad spielen wir echt gut, gell? Du hast einfach mal einen Nuke gemacht, ne? Mit Massi. Ja, das war auch ziemlich sick. Aber das war auch echt eine kranke Noob-Lobby. Also mit Kiwi habe ich einmal gemacht, da hat er einfach jede Kugel getroffen. Das war komplett krank. Ah, die da unten kommen alle Stück. Unten. Easy, noch einer. Nice. Sense? Oh, wir haben Sense. Lass hier ans Fenster. Drück ans Fenster hier. Okay, kommen jetzt. Alle jetzt. Oh, shit. Ich schieß einfach ein bisschen, weil wir... Ja. Noch einer. Oh, nein, die Sense hat gezögert. Wie viele waren denn da? Ja, die Sense hat gezögert. Wieso hat uns dieses Schwert geholt? Was ist das? Oh nein, dieses Schwert hat uns echt... Aber der war doch gar nicht close, ne? Dreh dich um, dreh dich um. Oh, der links. Nice, noch weiterlaufen. Medizin. Oh, schön hingelegt. Oh mein Gott! Der. Warte, noch. Oh, komm, wir geben auch noch Prezi. Sehr gut, noch links. Jawohl, nice. Okay, Scoreboard auf 1, 2 und. Mach. Ah, 38, 13, Digga. Digga, 38 Kills bei 100 Punkten, das war unnormal. Guck mal, Alter. Ich kann's gar nicht. Guck mal, dieser Sprung am Ende. Digga, Alter. Ah, das ist, glaube ich, sogar die Laserszene, oder? Ja, nee, genau. Hat sich hingelegt, perfekt. Ja, und jetzt, guck mal, wie der weggehauen wird. Oh, Digga. Alter. Richtig nice. Und den auch noch. Schau. Zack. Perfekt. Alter, das war echt eine. Leute, dafür müsst ihr den Daumen nach oben lassen, auf jeden Fall. Digga, mega Bock gemacht, die Runde. Das war heftig. Ich komme gerade gar nicht drauf klar, Mann. Leute, es könnte sein, dass die Controller-Cam irgendwann ausgeht, weil die überhitzt immer. Und es ist gerade 30 Grad hier im Raum. Deswegen, falls es so ist, dann wahrscheinlich denken direkt, wir faken. Direkt nimmt einer die zweite Hand dran. Ich überlege, ob ich auf diese Concave-Sticks wechsle, ne? Weil das hat. Digga, das ist ja wirklich. Das war ja wirklich krank gerade. Digga, trotzdem eine Chance. Hätte nicht mal angeschossen, nicht mal berührt. Okay. Wollen wir komplett in deren Spawn rushen oder Mitte? Okay, hier sind welche. Können noch einer kommen. Ich leg mich mal hin. Oh, diesen hier, oder was? Warte, mach mal Taktik-Einstieg. Einfach nur fürs Feeling, damit es nicht angezeigt wird unten. Das fuckt mal. Sehr gut. Und Digga, die ICR. Oh, nein. Verdammt. Ah, die ICR mit zwei Griffen ist ja absolut abartig. Ja, ich wusste krank. Das nicht. Die ICR. Oh, komm, Alter. Ja, Body-Shootet, Digga. Hast nice. Okay, Controller-Cam ist aus, Leute. Okay, jetzt Controller-Cam aus. Das war jetzt nochmal ein Nuke. Ja. Wenn wir jetzt einen Nuke machen würden, Digga, niemand würde es glauben. Ja, ich weiß. Dieses TDM zu gewinnen wird nicht einfach, glaub mir. So. Außerdem, wir haben schon eine gute Runde. Wir können jetzt ein bisschen chillen, wir machen einfach jetzt mal ein bisschen... Muss ja auch Spaß machen, Anton, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Oh, der ist runtergefallen. Oh, Gott, ich den hier nicht bekommen. Man muss aber hier bei jedem 100% geben. Unten? Ja. Schade. Egal, lass hier bleiben. Das sicher, einfach. Sicher? Ja. Links. Digga, wie eine Mitte, links. Sehr gut. Vorne. Rechts ist alles gut. Ich schaue rechts die ganze Zeit mit dem Auge. Mit dem Auge gucke ich dahin. Echt? Mit dem Auge? Ich hatte kurz im Ohr, Digga. Pre-aim. Sehr gut. Komm, Marcel. Ja. Nice. Rechts ist immer noch clean. Aber alles. Es können sein, könnte auch von, langsam von hinten kommen. Ja. Mitte links. Was mal Mitte links? Ja, da ist einer. Boah, mit dem Seil. Oh, ich glaube, die kommen gleich von hinten, ne? Ja. Lass mal hier schnell durchlaufen. Dann kommen die gleich von hinten. Warte, okay. Ist lauf, Mitte. Oh, ich dachte, wir fallen runter. Ich auch. Lass Taktik jetzt schicken. Pass auf. So. Sehr gut. Sorry. Hinter uns können die sein. Auch gleich kommen. Lass den erstmal holen. Sehr gut. Rechts. Die kommen jetzt noch pre-aim, jetzt pre-aim. Alles gut, schaffen wir easy. Sehr gut. Mitte kommen die jetzt auch noch. Willst du da change? Ja, einen kriegen wir, safe. Hinter dem Ding, hinter der Wand. Noch da, pre-aim. Sehr gut, Marcel. Gut Shots. Ah, schade, eins vor, ne? Ah, unlucky, Mann. Ah.
Unlucky. Ah, war gut, gut, paar gut Shots waren dabei, Sarah. So, warte. Der kriegt so. Oh, ja, das die beiden nehmen wir mit. Ach, natürlich. Niemand. Niemand, natürlich. Das haben wir geholt, Trophy oder was? So unglaublich. Das muss ja ein Trophy gewesen sein. Kampf. Oh, warte, wie viel ist da gesprungen? Alter, wie die immer hin und her geflogen. Drei Stück, ey. Oh, wir sind direkt wieder hier. Oh, geil, richtige Schlacht. Komm, let's go. Nein! Ah, oh, Nachladen. Hinter uns, lauf da mal, lauf da mal. Ja, easy, die kommen. Es gibt Pre-Aim, Pre-Aim. Sehr gut, die werden da weiter jetzt noch kommen, weiter vorne. Sehr gut, weiter, ruhig, nein. Oh, Mann, Digga, wir hatten so. Ja, wir sind alle down gegangen, okay, krass. Wir müssen ab und zu ein bisschen auf unsere Munition vertrauen. Ja, ist echt so, ich lade ein bisschen oft nach. Das war so riskant, hätte ich jetzt einfach ein bisschen nach der Seite geguckt, wenn wir. Oh, das war lustig. Den haben wir so gleichzeitig gehealt und aus der Hüfte geholt. Den haben wir komplett respektlos geholt. Hier ist einer. Echt, wollen wir da so rein? Okay. Ah, ah. Mann, Digga, hat auch geschafft. Can't stop Timo. Alter. Komm mal mit, jetzt safe. Ja, jetzt müssen wir. Hinter uns, da aus dem Gegenstand. Voll, nice. Ich lade nach. Pre-aim, da ist einer. Jetzt Sense. Hätte eine Kugel abgefeuert, hätten wir es nicht überlegt, aber er war so schlecht. Na gut, Leute, die Runde haben wir jetzt leider nicht gewonnen, aber. Ja, auch trotzdem. Das ist echt krass, Mann. Okay, gut. Gucken wir, von denen wird wahrscheinlich einen die Killcam haben. Ja, eine fliegende Waffe. Perfekt. Ja, Leute, also, wenn ihr Bock auf diesen Controller habt, dann holt ihn euch mit Code Barca oder Code Scorpion, sucht euch aus. Link ist in der Videobeschreibung. Ach, Whisker Barca? Mhm. Oh. Holt ihr euch mit Code Whisker Barca oder Code Scorpion, sucht euch aus. Ich finde ihn ziemlich nice, wie gesagt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Das habe ich gerade gemacht. Okay, passt.